Hallo und herzlich willkommen, Sportsfreunde. Mein Name ist Johannes Lukas und das hier ist Gabriel Kelly. Wenn ihr ihn nicht kennt, ihr kennt auf jeden Fall ein paar seiner Familie. Ja, zum Beispiel Sometime. Angel. 8 Wochen ist es her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Du kamst zu mir und hast gesagt, ey, ich will auf jeden Fall wieder was aus meinem Körper rausholen. Unter anderem OP am Herzen. Ne? Das haben wir jetzt hier auch offiziell geleakt. Du warst nicht zufrieden mit deiner Form, hast gesagt, Johannes, hilf mir, du bist der Transformator. Und jetzt sind wir hier, Leute, 8 Wochen später. Und ich bin so gespannt, wie das jetzt aussehen wird. Gesicht sehe ich schon, ist schlanker. Erstmal machen wir den Krafttest. Wir haben vor 8 Wochen schon mal die ganzen wichtigen Grundübungen getestet. Geschaut, wie die Kraftwerte sind. Und das Ziel ist heute, sogar stärker zu sein. Ja, auf jeden Fall. Ja, Maßband haben wir auch mit dabei gehabt. Werden wir heute auch wieder messen. Also Leute, dann steht einiges bevor. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Wie viel hast du denn jetzt in den 8 Wochen an Gewicht verloren? Ich schätze so 7 Kilo. Genau 7 Kilo. Echt jetzt? Du hast recht, ja. Okay, krass. Ich wog 83 Kilo am Anfang und jetzt wiege ich genau 76. Okay. Und wir haben als erste Übung beim letzten Mal Dips gemacht. Genau, ja. Da hast du gerade so, glaube ich, 12 Wiederholungen geschafft. Ja. 9, 10, nichts mehr geht. 12. Okay, gut. Was traust du dir jetzt zu? Also, natürlich mindestens die 12, aber ich denke mal so... Oh, come on, du bist 7 Kilo leichter, du musst 20, schon mehr schaffen. 20. Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Scheiße. Vielleicht ist euch aufgefallen, er hat einen Gips. Aber mehr dazu später, nicht wahr? So sieht's aus. Bist du schon bereit? Ich bin ready. Und 1, 2, push. 20. Und weiter. 1, 2, Schub. 25. Bleib dran. 26, alles. 26, Mann. Bombe. Ja, Mann. Da hat einer seine Hausaufgaben gemacht, Freunde. Richtig geil. Kannst du dich noch an die Klimmzüge erinnern? Wir haben Pull-Ups gemacht mit Untergriff. Ja. 6 Stück waren es, glaube ich. Naja, ich so 5,5 habe ich, okay. Hab ich gesehen. Ich habe 5. Zieh. Kinder mich lange. Ein noch. Magst du, Gabriel, komm. 6. Zieh. Ah, jawohl! Alter. 6 Dinger! Oh Gott. Liegt dir ziehen mehr als drücken? Tatsächlich nicht, nee. Nicht. Nee. Trink doch nochmal einen Schluck aus deinem Best Body Nutrition Shaker. By the way, vielen Dank an Best Body Nutrition. Die haben das Ganze nämlich gesponsert, haben mich die ganze Zeit mit Subs versorgt. Ja. Also alle Subs, die in der Oldschool Diet drinstehen. Vielen Dank. Übrigens, alle, die Oldschool Diet noch nicht können, ist eine Diät mit eigentlich nur 5 Lebensmitteln. Das ist die Hardcore-Version. Hähnchen, Reis, Brokkoli, Eiklar und Haferflocken. Und Proteinpulver natürlich von Best Body Nutrition. Mit Johannes 20 könnt ihr 20% ersparen. Check it out. Wie schwer ist es dir gefallen? Es war so eine 8 von 10. Also 8 von 10, okay. Ja, ich habe nicht erwartet, dass Leute in meinem Alter so viel Alkohol trinken. Ein Ende! Saufen! Geil! Ja. Krass. Das ist, war wirklich, du bist 20 jetzt. Ja, ich bin 20 geworden. Und mir ist in den letzten 8 Wochen erst aufgefallen, wie viel wir eigentlich Alkohol konsumieren und auch rauchen. Ich habe selber auch jetzt mit dem Rauchen aufgehört. Zusätzlich noch. In der Oldschool Diet. Und das fand ich einfach nur krass. Da immer Nein zu sagen und so weiter. Immer, ja, Coke Zero, ne? So. Aber da merkt man erstmal, was man vorher in sich reingekippt hat, ne? Ja. Aber Alkohol zerstört halt wirklich alles an Regeneration. Wenn ihr ernsthaft trainiert oder auch im Alltag fit sein wollt, mit 18, 20, 25 verkraftet man das auch gut. Aber je älter ihr werdet, desto mehr merkt ihr das. 2. Wunderschön. 3. 8. Maschine, come on, Kelly. Mann, Hammer. 2. Doppelte hast du schon. Komm, zieh. 1 noch. Ballern, Junge. Zieh. Ja, 12,5 geht klar, Mann. Ah, fuck. Eieiei, Hammer. Mehr als das Doppelte. Let's go. Freunde. Also der Bursche hat Gas gegeben und das Geilste ist ja, du hast ja nicht im Gym trainiert, du hast draußen trainiert. Alles Outdoor. Mit deinem Körpergewicht, Leute. Richtig cool. Finde ich persönlich richtig Hammer. Weil dann können wir uns vorstellen, wenn wir dann ins Gym gehen. Dann wird erst richtig reingeschwitzt. Aber erst dann muss dein Fuß wieder heile werden, denn ihr habt ja vielleicht mitbekommen hier, Gips ist da, Fuß gebrochen, vor einer Woche genau. Und wobei? Beim Basketballspiel nicht beim Training. Fuß, nicht beim Training sowieso nicht, klar. Das sind ja immer kontrollierte Bewegungen. Beim Basketballspielen. Ja, ich wollte die 10.000 Schritte einsammeln. Hättest du auch einfach spazieren gehen können. Echt mal? Ja. Ach, scheiße, egal. Meine Fresse, wie ist es so in deinem Freundeskreis angekommen, wenn du dein Essen vorbereitet mitgenommen hast? Weil das kann man ja schon als Essstörung deklarieren. War nervig für die tatsächlich. Auch für meine Freunde natürlich. Wenn ich jetzt mit ihr essen gehe oder sowas, dann das gepreppte Essen mitzunehmen oder zu sagen, ich nehme nur einen Salat ohne Soße und ein bisschen Hähnchen unpaniert, ja. So weißt du. Ja, ja. Das ist natürlich nicht so geil. Aber nach so 2, 3, 4 Wochen haben die meisten es dann akzeptiert und meinten, eigentlich ist es ziemlich geil und krass, dass du es durchziehst. Ja, Mann, ja. Ich glaube, das ist Umfeld auch wichtig, ne? Wenn die Leute immer noch schlecht reden. Aber ja. Irgendwie haben sie dann auch Respekt davor, dass man das dann so durchzieht.
Disclaimer, man muss das so nicht machen. Hauptsache, ihr seid in einem Kaloriendefizit. Ja. Aber es hilft einfach, eigentlich auch mir, ich bin ja auch in Vorbereitung auf meinen Wettkampf, da ist diese strikte Ernährungsform für mich immer noch der beste Weg, um wirklich absolut Performance zu generieren. So, dann bist du in diesem Tunnel, du ziehst durch. Beim Gemüse wechsle ich zurzeit noch ab zum Beispiel. Also es ist halt schon geil. Nicht umsonst haben tausende Oldschool-Diet-User schon ihre persönliche Bestform damit erreicht. Ja. Die Frage ist nur immer, was ist nach der Diät? Isst man dann weiter? Fällt man alle alte Gewohnheitsmuster, frisst man dann Scheiß, trinkt man dann wieder Alkohol? Oder versucht man ein paar Dinge mitzunehmen, hat seine Kalorien im Blick? Diese Message geht raus, ist raus an euch. Weiter geht's. Genau, weiter geht's. Ein gesundes Bein hast du. Ja. Da hast du beim letzten Mal, kannst du dich erinnern? Ich konnte gar nicht richtig stehen. Ne? Ja, du warst so instabil. Ja. Ich bin wirklich gespannt, du hast 5 Stück geschafft, vielleicht hättest du noch eine 6. gemacht. Aber technisch war das schon sehr schwierig, auch koordinativ. Du hast genug Zeit gehabt, 8 Wochen, jetzt sehen wir mal, was beim Peterson-Step abgeht. RTL dreht übrigens das Ganze mit, ne? Nur dass ihr Bescheid wisst. Wir sind hier also quasi zweimal im Kern. Ja. Wir sind nicht nur YouTube-Stars, wir sind auch TV-Stars. Ja? Großartig! Für mich voll schwer, bei RTL darf ich nicht in die Kamera gucken und euch will ich aber mal angucken, deswegen gucke ich in die YouTube-Kamera, aber in die RTL-Kamera darf ich nicht direkt gucken, ist immer schwierig. Viel kontrollierter, viel besser, Mann. 6. Yes! 15, ach komm, hör auf, reicht. Nein, war doch 20. Okay, gut. Also seit meinem 15. Lebensjahr hatte ich Herzrhythmusstörungen. Das ist einfach genetisch vererbbar gewesen. So ein Herzfehler hatten wir in der Familie oder haben wir in der Familie. Und das musste operiert werden, weil es kamen Herzstolperer, Stiche, dann teilweise wirklich ganze Aussetzer bis zu Lähmungen, alles Mögliche. Ja, krass. Das hat mich so beeinträchtigt, dass ich dann Anfang des Jahres eine Herz-OP gemacht habe. Die sind dann mir durch die Leiste gegangen. Und danach musste ich dann 3 Monate lang Beta-Blocker nehmen und die kappen halt das Adrenalin. Und man nimmt einfach automatisch zu, bewegt sich weniger, das ist so, die Fettgänse sind vorprogrammiert. Ja. Das kam natürlich noch erschwerend hinzu, aber deswegen war es für dich danach umso mehr Motivation zu sagen, ne? Wir machen jetzt Attacke. Die Medikamente hattest du vorher abgesetzt. Genau. Und jetzt bist du fitter, als du es jemals warst, oder? Bis auf den Fuß, aber ja, sonst. Bis auf den Fuß, aber grundsätzlich, glaube ich, das ist die Form seines Lebens. Definitiv. Definitiv, Mann. Das mache ich weiter. Vielen Dank, Johannes. Leute, letztes Mal Liegestütz und ich fand die auch nicht so schön. Hast du mal genau hingeguckt? Ich hab hingeguckt, ja. Das war jetzt nicht so geil, kann man noch besser machen. Jede Wiederholung mit der Brust berühren. Ja. Es war 19. Brust berühren den Boden. 4, 8, 9. Durch. Sag mal. Und los. 1. Brust berühren den Boden. 2. 3. 4. 5. 32. Ganz schnell kommt. 33. 34, ganz schräg, 35, 36, 37, komm durch, 38, 39, durchziehen, Mann, Arme strecken, 40 und 41, 42, 41,5. Leute, Ansage, bam, schon durch. Wieder Ziel erreicht. Der Bob hat durchgezogen. Ah, okay, komm mal, kommst du so hoch. Komm her. Also an dieser Stelle schon mal ein fettes Lob, Trainingsleistung gesteigert. Überall doppelt so stark wie vorher. Richtig geil. Also ich kann durch den Pulli schon sehen, dass ich Muskeln abzeichnen. Beim letzten Formcheck, kannst du dich erinnern, was waren deine Problemzonen? Alles. Also bist du blöd, Mann. Das sah ja jetzt nicht völlig scheiße aus oder so, ne? Wir wollen das auch gar nicht werten. Du hast in der Mitte sehr viel Fett gehabt, ne? Aber oben am Rücken, oben an der Brust war jetzt nicht so viel. Das ist der Moment, auf den ich seit 8 Wochen warte. So sah das vorher aus. Richtiges Baby. Ah, schön. Oh Gott. Ich bin so gespannt, Leute. Ich meine, ey, tausende von Usern sind mit der Oldschool-Diet schon in Form gekommen. Jetzt ist er dran, Leute. Und das ist eigentlich eine Bodybuilding-Diät, die seit Jahrzehnten von Bodybuildern erfolgreich genutzt. Und jetzt ist sie im Mainstream. Dank euch. Danke. Mega. Jetzt zieh ich euch, dreh mich noch um. Guck mal, wie elegant ich das mache. Oh, shit. Was brichst du dir auf den Fuß und spielst Basketball? Mann, 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 hättest du einfach nur Cardio ordentlich gemacht. Ach du Scheiße. Hose auch runter? Ach so, Hose auch runter. Wir wollen die Beine sehen. Oh ich sehe Gott, die Beine nee, die hier. Die Beine, das willst du doch nicht sehen. Holy shit. Alter Falter. Boah. Ich weiß nicht. Also ob das auf jeden Fall richtig geil, Mann. 8 Wochen, Digga. Dankeschön. 8 Wochen und eigentlich nur 7 Kilo und mehr Muskeln. Ja. Oh, da ist richtig was. Der gesamte Speckgürtel. Leute, die Prinzenrolle, die ist weg. Die Prinzenrolle. Guck mal, schönes V ist da. Kann sich sehen lassen und wieder von vorne. Donnerwetter, Junge. Bam. Das mit den Posen hast du nicht geübt, musst du auch sagen. Ganz normal. Posen kann ich überhaupt nicht. Bodybuilder-Posen musst du auch nicht können. Sieht schon mal geil aus. Was sagen denn jetzt die Zahlen? Ich messe hier auf Bauch und habe Höhe. 93.
38. Der symmetrische Boss, auch 38. 57, 5. 58, krass. Ah ja, 98, okay. Ich hab's auch über den Bauchnabel gemessen. Mhm. Kannst du dich noch erinnern? 93. Was haben wir jetzt? 81,5. Also, ist okay. Das ist in Ordnung. Kann man mal machen. Das heißt, Teilumfang 11,5, 12. Hm. Ja. Jetzt die Arme. Da bin ich sehr gespannt, ob ich verloren habe oder dazu. Ich bin auch mega. 38 cm hat er gehabt. Ich glaube sogar, dass er trotz der Diätmuskeln aufbauen konnte. Eigentlich geht das ja nicht. Kommt aber immer auch darauf an, in welchem Trainingsstadium ihr seid. Und er war ja quasi untrainiert. 149. Ja. Achtung, bist du bereit? Ich bin bereit. Jo! 39,3 oder 4. 1,3, 1,4 cm am Arm aufgebaut. Links. Oh, rechts. Rechts 40. Alter, das ist geil, Leute. Also der hat wirklich alles rausgeholt. Die waren sehr gleichmäßig. Ich glaube, das ist die auch. 39,34. Ja. Trotzdem. Bombe. Ja, Mann. Im Kaloriendefizit Muskeln aufgebaut, Freunde. Und jetzt nochmal. Brustumfang, ne? Ich weiß noch genau, wie ich es beim letzten Mal gemacht habe. Ja. Achtung. Digga, 101. Nee, warte mal. Stopp. 100. Was hast du davor? 98. Okay. 2 cm an Brustumfang hinzugewonnen. Ja, da geht noch mehr, da geht noch mehr. Beine wollen wir noch messen, kommen. Scheiße, ey, die Beine, ne? Das hat wirklich, da habe ich glaube ich nur 58, verloren. 50, das war hier 57,5. Ich hätte sie extra für dich nicht rasiert. Ne, das musst du auch gar nicht. Ja, 56. Ein bisschen verloren, aber auch nur Speck und Wasser weg. Ne? Und das ist natürlich im Fitnessstudio auch besser. Da kann man seine Beine noch gezielter trainieren als nur draußen. Das muss man natürlich auch sagen. Ne? Immer die dickste Stelle. Ja, 56. Der symmetrische Boss. Nach wie vor geblieben. Ey, ohne Scheiß, Mann. Richtig geile Sache. Jetzt die Frage, wie geht's denn mit uns weiter? Ja, ich habe Bock mehr aufzubauen. Hast du Bock mehr aufzubauen? Ich habe richtig Bock. Mein Vorschlag war ja, mach nochmal den Fuß, lass den mal ordentlich heilen. Ja. Trainier weiterhin draußen für die nächsten 4 bis 6 Wochen, je nachdem, wie lange der Fuß braucht. Ich denke, dass du dich schnell regenerierst, auch durch die proteinreiche Ernährung. Durch die Brokkoli wirst du dich schneller regenerieren können. Ja. Allgemein durch den gesunden Lifestyle, kein Alkohol. Und dann könnte man ja mit dem Muskelmaximierer anfangen. Mein Muskelaufbauprogramm für Muskelaufbau fürs Gym. Da sind dann diverse Trainingspläne drin. Aber ich habe auch angesagt, du musst es natürlich auch umsetzen können. Ja. Du bist als Künstler viel unterwegs. Du hast jetzt demnächst den Videodreh für deinen neuen Song. Willst du mal ansingen? Naja, also das Ding ist, was ich für mich jetzt mache, ist, ich mache jetzt noch die Oldschool-Diet für 4 Wochen weiter. Ja. Und dann werde ich das ein bisschen flexibler aufbauen. Also dass ich sage, okay gut, immer noch proteinreiches Essen und im Kaloriendefizit, bis ich wirklich das Sixpack habe. Und dann... Okay, Ansage. Auf jeden Fall. Und dann will ich zu dir kommen und das heißt dann ab ins Gym, mal gemeinsam aber trainieren. Wie ich gesagt habe, ne, hier unten ist noch ein Rest, ansonsten 4-Pack sieht man ganz klar. Ich glaube, das ist schon ein richtig cooler Body, wo sich ganz viele mit identifizieren können. Bitte schreibt mal in die Kommentare, ob das so cool ist. Ich weiß, meine Zuschauer sind natürlich krassere Typen gewohnt, aber ich sage, für einen Allgemeinverbraucher finde ich das richtig cool. Es war mir eine große Ehre. Wir werden die Geschichte weiter erzählen. Ansonsten abonniert ihr bei Instagram. Mich habt ihr hoffentlich schon bei YouTube abonniert. Geile Story, Alter. Johannes, vielen Dank. Kannst du stolz auf dich sein. Liebe Grüße auch an die gesamte Kelly-Family. Ja, genau. Shoutout to my fam, yo. Ja, Mann. Macht das weiter so, Leute. Und vielen Dank an euch. Er lebt es vor. Und vielen Dank, Best Body Nutrition, für die Unterstützung. Mit Johannes 20 könnt ihr 20% sparen. Alles unten in der Beschreibung. Okay, ciao. Geile Nummer, Alter. Richtig gut.